Also ich wollte sie nicht fronten, sie ist sicher mega hübsch und so. Aber ist da wirklich eine starke Persönlichkeit, wenn man nicht nach Hilfe fragen kann? Was da gerade passiert, geht nicht mit meinem Wert einher und darum schreite ich jetzt ein. Schau, es geht wie nicht nur um dich. Herzlich willkommen bei SRF in Progress. Heute wieder mal mit einem ein bisschen ernsteren Thema. Wir besprechen heute ein Dilemma, das uns jemand mitbringt. Der Theo hat ein Problem und weiss nicht, wie er sich entscheiden. Da kommen die 6 Leute neben mir ins Spiel, die unterschiedlichsten Hintergründe mitbringen. Sie versuchen dem Theo mit ihrer Lebenserfahrung neue Perspektiven aufzuzeigen, sodass er hoffentlich sein Dilemma lösen kann. Der Theo erzählt uns in 3 Schritten sein gesamtes Dilemma. Nach jeder neuen Info könnt ihr euch entscheiden, auf welche Seite es euch zieht. Ganz am Schluss könnt ihr dann auch noch alle eure Fragen stellen, die ihr braucht, um eine finale Entscheidung zu treffen. Theo, erzähl uns bitte dein Dilemma. Ich arbeite zusammen mit meiner Freundin in einer Bar. Sie im Service, ich in der Bar. Und da kommt es vor, dass gewisse Gäste sich zum Teil unabbracht ihr gegenüber verhalten. Meine Frage ist, soll ich da einschreiten oder nicht? Dann sind ihr jetzt gefragt. Findet ihr ja, er muss einschreiten? Oder findet ihr nein, er muss nicht einschreiten? Okay, die erste Entscheidung ist gefallen. Anja, du bist ganz allein geblieben. Warum hast du dich dafür entschieden, dass er nichts machen soll? Es kommt natürlich auch immer ein bisschen auf den Charakter von deiner Freundin drauf an. Aber grundsätzlich finde ich, solange sie würde ja sagen, wenn sie in Schwierigkeiten wäre oder wenn ihr das Problem bereiten würde. Und ich finde, du kannst ihr auch zutrauen, dass sie Stopp sagen kann, dass sie Grenzen setzen kann. Und darum finde ich, soll sie das wie zuerst mal alleine versuchen. Aber natürlich, wenn es dann weitergehen würde und wenn sie auf Hilfe angewiesen wäre, wenn sie das nicht mehr alleine könnte handeln, dann wäre ich schon auch dafür, dass du eingreifen in dieser Situation. Ihr wiederum habt euch da eingefunden. Ihr seid der Meinung, definitiv etwas machen. Also ich finde, Einschritte ist jetzt nicht nur verbal. Du kannst schon einfach ehrlich gesagt neben dran stehen und krass aussehen und dann ist es vielleicht auch schon besser. Weißt du? Du musst ja nicht unbedingt jetzt einfach ihr ins Wort fallen oder so, aber wenn du merkst, es ist ihr unangenehm, einfach so ein bisschen beobachten. Ich finde, das ist auch schon genug. So, dann kann man schauen, was sich daraus ergibt. Ich habe mich auch für diese Seite entschieden, weil man weiss wie nicht, ist sie unangenehm oder vielleicht kann sie sich nicht wehren oder so oder sie hat Angst vielleicht oder keine Ahnung. Ich finde, es ist auch unabhängig, ob sie eine Freundin ist oder nicht. Also wenn jemand nicht angebracht behandelt wird, dann ist es gut, wenn man irgendwo einfach dazu steht, egal ob es deine Freundin wäre oder nicht. Hey, ich sehe es mega gleich wie du auch, aber ich sehe auch deine Punkte. Ich glaube, es ist wirklich eine Sache von Kommunikation zwischen dir und ihr. Und von mir her gesehen, ich meine, solange jemand nicht mit Respekt behandelt wird, ist es immer gut, wenn man hilft. Aber klar, situationsbedingt und ja, man muss einfach richtig schauen, wie man reagiert. Alrighty, ich glaube, um das noch weiter diskutieren können, brauchen wir mehr Informationen von dir, Theo. Es ist tatsächlich schon vorgekommen, dass ich eingeschritten bin. Und das ist nicht gut angekommen bei ihr. Weil, wie sie gesagt hat, sie hat sich so gefühlt, als hätte ich mich über sie hinweggesetzt. Und ich soll jetzt nicht so ein Theater machen und sie will entscheiden, was sie alles über sich ergehen lässt. Und wenn es wirklich mal so weit kommt, dass sie etwas von mir brauchen, dann wird sie mir das auch so kommunizieren. Jetzt habt ihr ergänzende Infos bekommen. Falls sich bei euch etwas verändert hat, dürft ihr jetzt gerne euch umplatzieren. Es hat Wechsel gegeben. Florin, was hat dich zum Wechseln bewegt? Also ich finde ganz klar, wenn sie wie sagt, sie will das nicht, sie kann das selber handeln, dann finde ich, musst du in erster Linie das mal akzeptieren. Ich verstehe aber natürlich auch, dass ein mega, mega emotionaler Faktor dabei ist und dass man das irgendwie so als unhure unschillig empfindet, wenn irgendjemand gegen jemanden, den man mega, mega gern hat, irgendwie halt
respektlos. Also es ist wie so. Ayur, bei dir hat es nicht gelangen zum Wechseln. Für mich ist noch sehr schwierig, was unabbrachtes Verhalten, was Definition von unabbrachtem Verhalten ist. Und ich glaube, einschreiten heisst ja nicht immer direkt mit Händen und Füßen reinkumpen, sondern eben vielleicht einfach mal auch Präsenz zeigen. Und vielleicht tut es auch auf eine gewisse Art schon ein bisschen, ja, einen Abstand geben, dass Leute sehen, hey, das sind auch andere, dass man sich nicht einfach benehmen kann wie ein Tier. Es kommt halt ein bisschen darauf an, wie du eingeschritten bist. Vielleicht hast du wirklich reingeschissen, kann ja sein, weißt du. Aber ich, aus meiner Perspektive, wenn mir eine Person wichtig ist, die Person kann mir 10-mal sagen, so, hey, ich schaue schon auf mich. Ich schaue trotzdem. Das ist einfach so ein bisschen, vielleicht ist es auch mein Beschützerinstinkt, deshalb kann ich es nachvollziehen. Dann haben wir noch eine Information mehr, die Theo uns geben wird, bevor ihr dann eure Fragen stellen dürft. Ich habe jetzt oft so ein bisschen das Beschützerische gehört von euch und um das geht es eben nicht. Sie kann sehr, sehr gut selber auf sich aufpassen. Sie ist wirklich eine starke Persönlichkeit. Mein Problem ist, wäre es jetzt nicht meine Freundin gewesen, sondern auch Kollegin. Auch dort wäre ich eingeschritten, nicht um die Kollegin zu beschützen, sondern weil ich einen Anspruch habe, dass an dem Platz, wo ich arbeite und die Leute, die ich bediene, die auch einen respektvollen Umgang mit meinen Kollegen oder Kolleginnen pflegen. Dass jetzt eine davon meine Freundin ist, spielt dort für mich wie keine Rolle. Und es hat sogar schon gegeben, dass sich andere beschwert haben, oder? Genau. Hast du gesagt. Das ist dann auch für andere Gäste unangenehm. Genau, es kann dann sein, dass es halt, dass die Leute rufen und laut sind und nicht einmal etwas Böses oder so, aber schon nur die Art, dass man jemanden aus dem Service herpfeift oder herruft oder so, das kann mühsam sein auch für andere. Also die haben sich dann schon auch Leute umgedreht und gefunden. Also. Jetzt mit dieser finalen Info. Habt ihr noch mal kurz einen Moment Zeit, um das sacken zu lassen und euch entscheiden, sitzt ihr richtig, wenn ihr euch noch mal umsetzen, hat sich eure Meinung irgendetwas geändert? Und dürft, wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid bereit, dürft ihr euch auch noch mal bewegen. Okay. Crazy. Jetzt sind wir euch alle einig. He? Ja, Florin, du darfst die Fragerunde eröffnen. Wie sieht es aus bei euch in dem Lokal, wo du arbeitest? Bist du Besitzer dort oder schaffst du einfach an der Bar? Bist du in einer höheren Position als sie? Sind ihr gleich? Wie ist es so? Ich bin hinter der Bar und sie ist im Service. Und sie hat die Schichtleitung. Ich habe aber die Schichtleitung, wenn sie nicht die Schichtleitung hat. Also an den Tagen, wo ich nicht mit ihr arbeite, habe ich auch die Schichtleitung. An den Tagen, wo ich mit ihr arbeite, hat sie die Schichtleitung. Also ich bin ihr untergeordnet. Okay. Was ist jetzt der Gedanke? Was ist jetzt das für ein Okay? Ja, also es... Also das eine wäre ja, wie, wenn du jetzt ihr übergestellt wirst, dann könntest du wie sagen, hey, in einem Professionellen, ich will einfach nicht, dass in meinem Lokal so ein Umgang rum ist. Ich meine, dann könntest du die Leute wahrscheinlich auch einfach rausschmeißen. So ist es natürlich eine viel, viel schwierigere Situation. Also ich glaube, es geht hauptsächlich schon um das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, um eben nicht darum, dass es echt deine Freundin ist, sondern um den allgemeinen Respekt und wie man miteinander umgeht. Und ja, wenn das ein Thema ist und du aber sagst, hey, sie ist eine starke Persönlichkeit und sie weiß, sie kennt die Grenzen und sie kann das allein gut handeln. Dann ist auch die Frage so, vielleicht, ob du im richtigen Lokal schaffst, wo du deine Werte so nicht kannst mit denen vom Lokal vertreten, oder ob es vielleicht nicht so wäre. Findest du nicht gut? Ist dann auch die Frage, willst du nachher, wenn irgendwie noch jemand bist, wo irgendwie vielleicht, also weißt, ist dann die Lösung, dass du dann einfach gehst, dass blöd gesagt, findest so, hey, ich will mich einsetzen für bessere Werte. Das hilft nicht, aber wenn du dich einsetzt und es aber keinen Anklang findet. Habt ihr das im Team schon mal angeschaut? Wie ist so die Meinung der anderen? Nein, im Team haben wir es sicher nicht angeschaut, aber ich glaube, wir sind uns dort wirklich alle einig, dass wir einen respektvollen Umgang wollen. Es ist auch schon vorgekommen, dass Leute mich komisch angefahren haben und sie ist dort eingeschritten. Sie möchte das aber für sich selber entscheiden.
Also es ist nicht so, dass ihre Toleranzgrenze einfach höher wäre als deine und ihr dort so einen Grundsatz... Genau, ja, wenn natürlich, wenn jetzt jemand auf mich losgeht oder jemand Neues bei uns anfängt und die komisch angemacht wird oder so, dort schreitet sie. Also sie will den respektvollen Umgang auch. Sie weiss einfach, dass sie sich mehr gefallen lassen und sie mehr mag schultern und darum drückt sie dort halt ihr zwei Augen zu. Einschreiten heisst ja nicht, dass du musst sagen, so, hey, ja, Leute, fertig, raus, sondern du kannst, wenn du so etwas beobachtest, kannst du auch mal so nach 2 Minuten vorbeigehen, haben auch gute Zeit, ja, also einfach bitte mit Respekt und so, so Aussagen bitte lassen. Weißt du, so, man kann es ja auch chillig klären. So, wenn du es so sagst, dann finde ich es im Fall voll korrekt, weil so würde ich es angehen. Genau so bin ich dort eigentlich an den Tisch gegangen und habe mit ihnen geredet. Auch wirklich höflich, weil eben, sie haben eine gute Zeit gehabt und sie meinen es ja nicht böse, ich sehe das auch. Wo sie das dann mitbekommen hat, hat sie sich halt ja, vor den Kopf gestoßen gefühlt. Also, als hätte ich mich über sie hinweggesetzt, weil ich jetzt das mit ihnen geklärt habe. Und für sie war natürlich das Problem dort, sie hätte ja den Tisch weiterhin müssen bedienen. Ich wollte ihr nicht unterstellen, aber vielleicht ist es irgendwo durch auch ein Ego-Problem. Vielleicht wünscht sie sich, dass sie das machen können. Und dann macht es jemand anders und sie hat wie die Chance, die sie gerade nicht ergreifen kann. Kann ja auch sein. Ich habe auch lange im Service gearbeitet und leider ist das Ganze ein bisschen part of the game immer noch. Und ich verstehe sie auf eine Art und Weise, weil ich glaube, es hat einfach ein bisschen etwas mit ihrem Stolz zu tun. So, dass nicht sie das hätte können regeln, sondern dass du das jetzt gemacht hast. Aber eben, es geht um die Allgemeinheit und ich würde einfach mit ihr das kommunizieren, hey, schau, es geht wie nicht nur um dich, sondern es geht, dass alle im Service hinter der Küche respektvoll behandelt werden und ja, so ein bisschen mit ihr probieren, das Ding jetzt aufzuzeigen. Wenn es dir wie darum geht, dass es wie im Lokal nicht passt, dann kannst du ja wie auch ihr sagen, so, hey, look, ich glaube, du musst denen wie mal etwas sagen. Es ist jetzt wie auch, es schauen auch die anderen Kunden schauen, komisch und so, dass sie dort wie die Möglichkeit hat, um das selber zu machen. Passiert also, das, Amik, gerade so im Moment, dass dir vielleicht sagst, so, hey, seit da, wo das passiert ist, ja. Es hat schon das Donnerwetter gegeben. Und dann lerne ich natürlich auch dazu. Weil ich hatte das wie nicht auf dem Schirm gehabt. Für mich war es einfach so, hey, was da gerade passiert, geht nicht mit meinen Werten einher. Und darum schreite ich jetzt ein. Und bin dann an den Tisch, denen das so sagen. Und ich habe dann als Reaktion erwartet, dass sie zu mir kommen und sagen, hey, danke, die sind mir wirklich mega auf den Nuss. Danke, bist du für mich eingestanden. So. Alles nicht erwartet, das war halt nicht der Fall. Das war halt nicht der Fall. Und das ist ja, man meint manchmal Sachen gut und die kommen bei jemand anderem gar nicht so an. Und ich denke, sie hat mich dort schon auch verstanden. Ihr war es einfach wichtig, dass auch in zukünftigen Situationen, wie ihr gesagt habt, die Konversation zuerst mal stattfindet. Und dass es halt eben nicht nur um meine Werte geht, aber auch nicht nur um ihre. Was wäre denn ihr konkreter Wunsch, wie mit diesen Situationen umgegangen wird? Hat sie das mal gesagt? Hey, nein, einfach, dass es in ihrem Ermessen liegt. Das ist natürlich schon. Sie haben natürlich schon auch manchmal den Leuten gesagt, hey, so nicht. Wenn du so weitermachst, kannst du auch gehen und so. Aber es muss halt wie in ihrem Ermessen liegen. Und wenn sie natürlich einen mega guten Tag hat und so und sie das jetzt nicht weiter irgendwie stört, dann lässt sie das einfach passieren. Wie lange ist das her, seit ihr miteinander geredet habt? Weil manchmal ist es doch so, dass jemand zuerst echt mal mega abblockend, wenn ihm etwas gesagt wird und dann, wenn ein bisschen Zeit vergeht, tut es sich vielleicht auch noch ein bisschen ändern. Ja, ich denke, das ist jetzt etwa ein halbes Jahr her, wo die Situation passiert ist, wo wir das Gespräch dann auch geführt haben. Seitdem ist jetzt nicht mehr wirklich eine vergleichbare Situation passiert. Darum, ich weiss nicht, wie sie sich jetzt verhalten würde, nochmal das Gleiche passieren. Ich küsse ihr das Herz, aber es geht nicht um sie in dieser Situation. Also es geht mehr darum, Ich finde es easy, wenn man im Arbeitsumfeld und Arbeitskollegen Prinzipien hat, dass man einfach respektvoll ist. Und ich finde, sie kann, vielleicht sollte sie auch mal die Situation betrachten, sie kann daraus lernen. Aber vielleicht wäre es einfach wichtig, so, wenn es ist ein halbes Jahr vorbei, nochmal so zu ihr reingehen, bevor etwas passiert und sagen so, hey, weisst du noch, dort mal, dies, das, ich habe mir Gedanken darüber gemacht, ich würde wirklich gerne einschreiten im Allgemeinwohl und nicht wegen dir. Und wenn du besser werden willst, dann komm zu mir und wir schauen uns zusammen an. So wie ich sage. Oha, ist dein Argument so schlecht? Nein, ich habe vorher voll, darum bin ich auch auf dieser Seite geblieben, wie Daf gesagt hat, wegen allgemein. Wenn sich andere Gäste gestört fühlen, ja, dann
würde ich auch einschreiten. Ja, und ihr sicher auch klar machen, dass es nicht das Problem in der Beziehung zwischen euch ist, sondern dass es wirklich um die Arbeit geht. Dass nicht das auf die persönliche Ebene übernehmen. Florin? Weil es die Situation ist, dass sie dir vorgesetzt ist, für dich am besten jetzt mal irgendwie weiterhin in einer Beobachterposition. Vielleicht auch, ich meine, vielleicht, wenn wieder mal so eine Situation kommt, vielleicht handelt sie sie ja auch ganz anders jetzt, wenn du sagst, es ist irgendwie auch schon ein halbes Jahr her. Und wenn du dann merkst, hey, es ist wieder irgendwie überhaupt nicht, dann einfach wie ansprechen nachher und wie sagen. Und dann halt auch wie sagen, so, hey, schau, es geht wie auch nicht wegen der Kunden. Und wenn du das nächste Mal nicht etwas sagst, dann schreite ich ein. Und zwar nicht wegen dem und dem, sondern wegen unserem Lokal. Gibt es noch etwas, das ihr anmerken wollt? So ein Aber? Mhm. So ja, aber? Mhm. Also ich habe eine Frage. Aber das ist eine Theorie. Wenn es ihr wirklich um den Stolz geht, dass jemand anders einschreitet und wenn jetzt etwas wirklich passieren will, können sie sich dann überwinden, um auf dich zuzukommen? Ich würde es mir wirklich wünschen, dass sie es handeln kann. Weil das ist ja für sie gut, aber kann sie es denn, wenn es wirklich passiert? Nein, was ich weiss von ihrer Biografie her, es ist halt wirklich noch nie zu so einer Extremsituation gekommen. Aber was ich befürchte, ist eben nein. Und das macht es dann für mich halt ein bisschen schwierig. Es müsste halt wie zuerst passieren, vielleicht tue ich ihr da mega Unrecht. Aber sie ist wirklich eine starke Persönlichkeit, aber auch wirklich ein Sturkopf. Und sie hat allgemein auch Schwierigkeiten, noch Hilfe zu fragen. Das sind alles so Sachen, die zeigen sich. Die haben sich in unserer Beziehung ein bisschen gezeigt und so. Es ist nicht mega schlimm, aber das gibt mir halt Befürchtung, dass sie halt wie zu spät wird fragen oder gar nicht. Ist das wirklich eine starke Persönlichkeit, wenn man nicht nach Hilfe fragen kann? Genau. Also ich will sie nicht fronten, sie ist sicher mega hübsch und so, aber aber ich verstehe es, ich habe auch. Ich wollte auch für mich einstehen und alles dies, das. Aber ich musste lernen, es gibt Sachen, die es nicht lange. Wenn man 1,60 gross ist, dann ist es so. Es geht mehr darum, eine starke Persönlichkeit ist auch jemand, der merkt, okay, in dieser Situation bin ich halt einfach nicht die Beste. Hey, wie so oft? Ich glaube, Communication is key. Red mit ihr, behaltet es unbedingt auf der beruflichen Ebene, bringt nicht die Beziehungsebene mit rein. Sag ihr, es geht nicht um unsere persönliche Relationship, sondern mehr einfach ums Allgemeinwohl in der Bar-Szene, in der Resti-Szene, dass das einfach ein riesiges Ding ist, das geändert werden sollte. Merci vielmals. Wir haben alles geshared mit dir, was wir haben können. Danke, hast du uns dein Vertrauen geschenkt und so offen über dein Problem geredet. Ich fand es wirklich extrem spannend gefunden. Du darfst es jetzt schnell ein bisschen sacken lassen, dir nochmal Gedanken machen und dann sehen wir uns nachher nochmal zu einem Tête-à-Tête. Und ihr seid entlassen. Merci vielmals. Theo, du hast dir jetzt schnell ein bisschen Gedanken machen. Wie geht es dir jetzt so nach dem Gespräch? Sehr gut. Ich bin froh, haben es auch die anderen nicht immer so einfach gefunden, eine Seite zu wählen. Es war auch immer wieder ein kleines Hin und Her, gewesen, was mir einfach auch ein gutes Gefühl gegeben hat, dass ich nicht der Einzige bin, der so ein Hin und Her hatte mit Meinungen. Und daher sehr, sehr, sehr zufrieden, ja. Wie entscheidest du dich? Wie fährst du weiter? Ich werde sicher in Zukunft immer noch ein wachsames Ohr haben auf solche Situationen. Und auch bei Leuten, die mir jetzt vielleicht nicht so nahe stehen wie meine Freundin, auch mehr trauen, einzuschreiten. Was meine Freundin anbelangt, definitiv, wie die eine vorhin gesagt hat, Communication is key. Zuerst darüber reden und auch wirklich respektieren, wenn sie findet, hey, das muss nicht sein, aber auch weiterhin mit ihren Diskurs gehen, ob sie wirklich die stark spielen oder oder sich das nur wegen dem Lot gefallen oder ob sie das einfach wirklich so regeln wollen, um gewisse Situationen nicht eskalieren zu lassen. Merci vielmals für deine Zeit und dein Vertrauen. Und jetzt bist du gefragt, was ist deine Meinung? Wärst du eingeschritten oder eher nicht? Schreib es uns in die Kommentare und dann sehen wir uns bald wieder bei In Progress.